Ich bin Mel und in diesem Video werden wir uns anschauen, wie du die Akasha-Chronik von jemand anderem lesen kannst und was dabei zu beachten ist. Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps, die wichtig sind, damit es überhaupt funktioniert. Ja, denn sonst geht das nicht. Und ich werde gegen Ende auch noch, ich möchte jetzt mal sagen, einen Rat geben, ein paar Ratschläge geben, wie du merkst, ob jemand, zu dem du gehst, ja, um deine Akasha-Chronik lesen zu lassen, ob der oder diejenige tatsächlich aus deiner Akasha-Chronik liest, ob das der Wahrheit entspricht und auch wie es sinnvoll ist oder was dabei zu beachten ist, bevor du zu jemandem gehst, wie du überhaupt jemanden glaubwürdigen findest, worauf da zu achten ist, damit du nicht Gefahr läufst, irgendwelchen falschen Versprechungen Glauben zu schenken, die dich dann eventuell aus der Bahn werfen. Und ich sage das nicht leichtfertig, denn ich bekomme oft E-Mails von Menschen, die mir teilweise sehr verzweifelt schreiben, dass sie von jemandem die Akasha-Chronik gelesen bekommen haben und nun völlig fertig sind, dass sie Ängste haben, dass sie, ich gehe hinterher darauf ein, worauf zu achten ist, aber jedenfalls ist das wirklich nicht ohne und deshalb ist es wichtig, dass du, bevor du dir jemanden aussuchst, ganz klar bist, nach welchen Kriterien du dir jemanden aussuchst. Okay, aber zunächst gehen wir darauf ein, wie du die Akasha für jemand anderen lesen kannst. Das allererste, was dabei wichtig ist, ist, dass du für dich klar bist, warum möchte ich die Akasha für jemanden lesen. Ja, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt in der Akasha-Chronik von meinem Partner lesen oder von meinem Kind oder von jemand bei der Arbeit oder wie auch immer, warum? Was ist deine Motivation? Was sind deine Hintergründe? Denn diese werden beeinflussen, ob du korrekte oder inkorrekte Informationen aus der Akasha bekommst. Okay? Was wirklich zentral ist, immer bei der Arbeit mit der Akasha, ist die wahrhafte Intention, wohlwollende Intention und diese Haltung. Ja, es muss wohlwollend sein, es muss zum Wohle sein, es muss etwas dienen. Ansonsten ist es sinnlos und ansonsten wird es auch nicht funktionieren. Okay, so das ist das Erste. Wenn du sagst, ich möchte nur mal spionieren, was ist denn bei dem so los, was hat der vor sich, was erlebt er gerade oder was hat er hinter sich, was bringt derjenige so mit, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Diese Art der, also diese Schwingung, denn alles ist ja Frequenz und Schwingung, diese Schwingung der Neugierde und auch des Selbstdienstes, denn eigentlich machst du es ja, weil du dir selber, also selber deine Neugier zufriedenstellen willst oder Sicherheit haben willst in Bezug auf die Beziehung zu dieser Person, das ist selbstdienend und das wird dich nicht weit bringen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass du unbedingt immer die Erlaubnis des anderen brauchst, in seiner Akasha-Chronik zu lesen. In der Arbeit, wenn Menschen arbeiten mit der Akasha-Chronik und es geht um vielleicht Aspekte von Kindern, wo man jetzt nicht sagen kann, naja, ich frage jetzt die Fünfjährige von der Klientin, ob ich mit in ihre Akasha schauen kann, da kommen dann Informationen durch, die relevant sind und hilfreich sind, wenn sie wohlwollend gemeint sind. Aber in der Regel, als Faustregel gilt, immer die Erlaubnis dieser Person einholen zu müssen. Ja, denn jeder hat freien Willen und man kann nicht da heimlich sagen, ich spioniere mal rum. Das ist nicht ethisch, ist nicht korrekt und da wird dir die Akasha auch gleich sagen, geh du mal wieder. Ja? Was nicht heißt, dass du keine Informationen bekommst. Es kann sehr wohl sein, dass du durchaus Dinge siehst, Dinge wahrnimmst, Informationen bekommst, aber nicht korrekte. Das heißt, die werden von einer Energie sein, die sich nicht gut anfühlen wird. Die werden konfus sein, sie werden wenig Sinn machen oder dich völlig irre führen, sodass du auf Abwege gerätst und dann denkst, ah, das ist so und so, aber es repräsentiert eine Illusion, eine völlig falsche Vorstellung von dem, was tatsächlich ist, weil eben
die Voraussetzungen nicht gegeben sind, die es braucht, damit du akkurat die Informationen der Akasha bekommen kannst. Das dritte ist, was wirklich sehr wichtig ist für dich, dass du gelernt hast oder im Prozess bist zu lernen, wie du denn die Information aus der Akasha bekommst. Also das heißt, vielleicht hast du es für dich schon selber, wenn du für dich die Akasha-Chronik öffnest, gespürt, erfahren, wie das ist. Wobei wir natürlich in Bezug auf uns immer noch ein bisschen voreingenommen sind. Also das Leichteste wirklich immer ist, für jemanden zu lesen, den wir gar nicht kennen. Denn sobald wir es für uns machen oder für jemanden, den wir kennen, laufen wir Gefahr, dass unsere Ratio, unser Verstand, unsere Menschenkenntnis, das, was wir über die Person oder über uns wissen, das, was wir hineinprojizieren, das, was wir vielleicht wollen auch, vielleicht sind wir auch gar nicht agendalos, ja, vielleicht wollen wir da auch was Bestimmtes sehen, dass das beeinflusst, also dass das Ego beeinflusst. Diese reine Information, und dann bringt es natürlich nichts. Das heißt, am einfachsten wirklich ist es, und das wird wahrscheinlich jeder bestätigen, der für andere Menschen liest, ist, je weniger wir wissen, desto besser. Ja? Also desto einfacher ist das Ganze. Und dann bist du nämlich darauf angewiesen, dass du komplett dem, was kommt, vertrauen musst, und du bist auch nicht investiert in irgendein Resultat, weil wenn du dich persönlich kennst, ist es dir egal, was da auftaucht, weil du kein Interesse hast an den Themen, die diese Person jetzt als Resultat, als Ergebnis, als Verbesserung oder wie auch immer hat. Ja, das heißt, du kannst es völlig neutral angehen, und dadurch bekommst du auch immer wieder die Bestätigung, wenn du es für Menschen machst, die du nicht kennst, bekommst du auch am häufigsten die Bestätigung, dass du tatsächlich wahre Informationen bekommst aus der Akasha, hilfreiche Informationen bekommst, weil die Menschen dir das sagen werden. Ja, wenn das natürlich, wenn das für einen Freund oder Freundin, und da kommt noch was rein, das du von denen eh weißt, das ist sehr messy. Es kann auch hilfreich sein, genauso wie wenn man irgendwie therapeutisch mit einem Freund oder Freundin arbeitet oder jemanden coacht. Aber das sind doch immer Elemente, das Risiko ist einfach da, dass wir nicht ganz auf dieser Bewusstseinsebene sind, sondern dass eben Verstandesaspekte, Ego-Aspekte mit reinkommen. Und das bedeutet, dass für dich es ganz klar sein muss, wie bekommst du auch Informationen. Also zunächst musst du auch wissen, was ist die Akasha, ja, ganz klar. Und wie funktioniert sie? Und ganz grob, die Akasha-Chronik, die Informationen, jetzt sagen wir aus vergangenen Leben, das, was da so zum Vorschein kommt, sind wie emotionale, energetische Abdrücke. Ja, das heißt, wenn etwas traumatisch war, etwas beängstigend war, etwas bedrohlich war, etwas schuldbeladen ist, schambeladen, das sind alles Frequenzen. Diese ganzen Gefühle, Emotionen haben Frequenzen, Verlassenheit, Einsamkeit, Unsicherheit, kein Selbstwertgefühl. Mir fällt jetzt gerade das richtige Wort nicht ein. Also das sind alles Frequenzen, die Spuren hinterlassen. Und die auch Spuren aus vergangenen Leben hinterlassen und die wir teilweise, jetzt im Sinne von Karma, teilweise mitnehmen in andere Leben und die hier noch mitschwingen und die sich dann zeigen an gewissen Lebenssituationen. Aber das heißt, was du tun musst und können musst, um für jemand anderen in die Akasha zu gehen, du musst erspüren, welcher emotionale Abdruck ist da, weil dann aufgrund von diesem emotionalen Abdruck kommen dann die übersinnlichen Informationen rein durch Hellsehen, Hellfühlen, Hellhören, Hellwissen und so weiter. Ja, da musst du wissen, wie funktioniere ich da? Also welcher Typ bin ich? Bin ich eher der hellsichtige Typ? Sehe ich eher Bilder? Nehme ich eher etwas wahr in meinem inneren Ohr? Weiß ich es einfach? Fühle ich es? Das heißt, da musst du schon geübt sein in dem oder wissen, wie kommen die Informationen am leichtesten zu mir. Aber das sind eben Informationen, die aufgrund dieser emotionalen, energetischen Abdrücke dann von dir wahrgenommen werden und dann auch noch interpretiert werden, damit wir sie verbalisieren können, damit wir sie mitteilen können.
Also der Prozess ist nicht einfach so, ich sehe was und gebe es dir weiter, sondern es ist wirklich eine sehr feinfühlige Arbeit. Okay? Und wie gesagt, es ist einfacher, je weniger du die Person kennst. Und das kannst du dann auch testen. Wie auch immer du irgendjemanden auftreiben kannst, den du nicht kennst, der bereit ist, um das mit dir zu üben. Aber das ist wirklich das Einfachste. Ja, und wenn du das dann praktisch weißt, welcher Typ bin ich? Also bin ich eher der Hellsichtige, bin ich eher die Hellfühlende? Dann ist es auch für dich einfach, die Informationen wiederzugeben. Und es sind immer Informationen, die auch etwas Hilfreiches in sich tragen. Und da mache ich jetzt die Überleitung zu dem, worauf du wirklich achten musst, wenn du zu jemandem gehst. Ja, also es gibt, das Internet ist ja voll mit Menschen, die anbieten, ich lese dir in der Akasha-Chronik. Und wie gesagt, ich kriege häufig Nachrichten von Menschen, die damit ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben und die dem auch sehr viel Gewicht beimessen. Also es sind oft einfach auch Menschen, die sehr verletzbar sind. Menschen, die nicht gerade vielleicht in sich stabil sind, psychisch, emotional, ja, oder in ihrer Lebenssituation stabil, die sehr, sehr anfällig sind, sehr, sehr verletzbar. Und wenn sie natürlich an jemanden geraten, der oder die damit das gar nicht mit einbezieht, sondern irgendwelche Dinge raushaut, ja, die schwerwiegende Konsequenzen für die Person haben können. Also ich habe wirklich Menschen, die teilweise in Depressionen gestürzt sind oder in Angstzustände. Und ich sage dir jetzt, worauf du achten musst. Also das Erste ist natürlich, dass du, wenn du auf einer Website guckst oder so, dass du immer schaust, okay, was geht mit dir in Resonanz, aber auch, welche Kriterien erfüllt diese Person. Also wenn du guckst bei über mich, was steht da drin? Ist es jemand, der irgendwie 40 Jahre lang auf dem Bau gearbeitet hat und dann ein Seminar gemacht hat in Ich lese in der Akasha-Chronik und jetzt das zu seinem Hauptberuf macht? Was nicht heißt, dass es das nicht auch geben kann, ja, aber du musst schauen, was, wenn derjenige natürlich beschreibt, ich bin aber seitdem ich 15 bin, neben meiner Bauarbeitertätigkeit, spirituell unterwegs, habe dies gemacht, habe jenes gemacht, habe mich gesucht, und wo du merkst, da ist ein Reifegrad, ein spiritueller Reifegrad, ein persönlicher Reifegrad da, ja, da ist es wirklich wichtig, dass du darauf achtest, weil es kann gefährlich sein, da an die falschen Leute zu geraten, vor allem, wenn du verletzbar bist, vor allem, wenn du nicht so stabil bist in dir. Ja, das ist so das eine. Und Anhaltspunkte auch, wenn dir jetzt jemand ein Reading gibt, dass es vielleicht nicht aus der Akasha-Chronik ist. Die Information ist, wenn jemand dunkle Vorhersagen macht, negative Vorhersagen. Ja, die Zukunft ist ja sowieso immer ein spezielles Thema in der Akasha-Chronik, und ich kann verstehen, ganz, ganz viele Menschen, die diese Art von Beratung aufsuchen, haben den Wunsch, in die Zukunft zu blicken, haben den Wunsch zu sehen, wie geht das und das weiter, ist das und das das Richtige. Aber wenn da Menschen dunkle Vorhersagen machten, ist es fast immer ein Anzeichen, oder ich würde sogar behaupten, immer ein Anzeichen, da stimmt was nicht. Denn erstens ist die Zukunft in der Akasha-Chronik nicht festgelegt, denn alles, also die Zeit ist sowieso eine Illusion, aber alles ist ein Feld der Potenziale. Okay? Und das heißt, die Zukunft ist auch, besteht schon, und zwar jedes Potenzial, jede potenzielle Zukunft besteht bereits. Und je mehr wir diesen Weg gehen, also sozusagen jeder Schritt energetisch auch auf dem Weg in eine gewisse Richtung, verfestigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zukunft eintreten wird. Wechseln wir die Richtung, ändern wir die Richtung, gehen ein paar Schritte in eine andere Richtung, dann verfestigt sich und wird wahrscheinlicher eine andere Option der Zukunft. Das heißt, wenn jemand aber ganz klar sagt, ich sehe da einen Autounfall deiner Tochter in den nächsten 5 Monaten und wenn dann eventuell noch
Vorschläge gemacht werden zu Ritualen, was du tun musst, um das abzuwenden, ja, vielleicht sogar nochmal irgendwas buchen oder so, oder wo die Person sagt, gegen Aufpreis wende ich das für dich ab, dann weißt du, das ist absolut nicht seriös. Und dann hör bitte da drauf. Also klar, du kannst es machen und diese Erfahrung machen, aber das ist sinnlos. Ja, das ist absolut sinnlos. Ja, also das ist es. Und auch so, wenn du spürst es, wenn du in der Interaktion bist mit deinem Leser, deiner Leserin, deiner Beraterin, dann hast du deutlich ein Gefühl von, ich bin aufgehoben. Denn der Grund ist einfach und es ist nichts irgendwie, nicht mal etwas, das an der Beraterin liegt, sondern der Grund ist der, dass wenn du in Verbindung mit deiner Akasha stehst oder jemand mit dir und somit in Verbindung mit deiner Akasha steht, ist das immer, immer, immer wohlwollend. Warum? Weil deine Akasha dein Energiefeld ist. Das sind deine energetischen Abdrücke. Und weil sie zu dir gehören, ist es nicht getrennt von dir und es kann es nicht gegen dich sein. Ja, ist es immer für dich, immer auf deiner Seite, weil es dich im Blick hat. Ja, es gehört zu dir. Und das wirst du merken, wenn Dinge in der Akasha, also sagen wir mal auch negative Events aus vergangenen Leben, ja, du hast jemanden umgebracht, du wurdest umgebracht, da war dies, da war das, da war jenes, du wirst dann kein Gefühl von Angst spüren, sondern eher ein Gefühl von, vielleicht kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ja, kann sein, aber das ist, das fühlt sich nicht beängstigend an. Oder ja, das macht durchaus Sinn. Ja, so ein Gefühl von Vertrautheit. Und in diesem Austausch über die Information der Akasha kommt oft so dieses Gefühl von Vertrautheit. Das ist ein Teil von mir und es ist nichts, das weggeschoben werden muss. Also vor allem, wenn es in der Vergangenheit liegt, in vergangenen Leben, weil dann ist es ja sowieso da. Genau, und wenn dann aber jemand irgendwie sagt, also auch ich erlebe Dinge, Leute, da werden zum Beispiel, wird jemandem gesagt, wenn du das und das nicht tust, hat es die und die negativen Konsequenzen für deinen Partner oder für dieses Elternteil. Also auch wenn du die und die Beziehung nicht reparierst, dann wird das negative karmische Implikationen haben für die und die Person. Also das heißt, es wird Verantwortung übertragen für das Karma eines anderen. Und wenn du das und das nicht tust, bezahlt der und derjenige mit dem und dem. Immer, immer, immer ein Indikator, Mac, kann nicht sein, stimmt nicht. Okay, hör da drauf, hör genau hin. Ja, und jetzt ist nochmal positiv ausgedrückt, also jetzt weiß ich, worauf ich achten muss, was mir sagt, das ist nicht das Wahre. Das heißt im Umkehrschluss, wenn es wohlwollend ist, wenn es sich stimmig anfühlt, selbst wenn es nicht, also wenn du Informationen bekommst, du bist jetzt weiblich, aber von vergangenen Leben im männlichen Körper, ist es nicht irgendetwas, selbst wenn du es dir kaum vorstellen kannst, weil du eine starke, vielleicht auch viele, viele Leben eher in der weiblichen Energie gelebt hast und nur ein paar männliche, aber du wirst merken, es ist nichts, das Ängste hervorruft, nichts, das Unsicherheit hervorruft, sondern im Gegenteil, in jedem Aspekt, der vorkommt, weil du ja auch eine Intention hast oder der Reader sollte die Intention haben, dir weiterzuhelfen. Das heißt, die Intention ist, die Informationen sollen hilfreich sein. Dann kommen die Informationen auch durch, die hilfreich sind. Nicht nur, ach, lass uns mal schauen, was da so war, sondern was hat es für eine Auswirkung in diesem Leben? Wie kann ich das gut nutzen? Ja, was bringt mir das, das zu wissen? Wie nütze ich das, um nach vorne zu gehen, in die Richtung, in die ich gehen will? Mehr in mein Seelensein, mehr in meine Fülle, mehr in mein Glück. Weil dazu nutzen wir das auch. Also es ist wirklich wichtig, warum willst du in die Akasha, warum willst du etwas aus der Akasha herausfinden? Und das eben auch, wenn du es für jemand anderen machst. Ja. Und jetzt überlege ich, habe ich noch irgendetwas vergessen? Also dieser Aspekt, dass es hilfreich ist, ist wirklich ein zentraler Aspekt.
Ich glaube, das war soweit mal das Wichtigste. Wenn nicht, die Kamera ist geduldig, das Mikrofon ist geduldig und YouTube auch. Dann mache ich einfach ein weiteres Video mit ergänzenden Aspekten dazu. Lasst mich gerne wissen, ob das hilfreich für euch ist, ob das auch Dinge sind, die euch interessieren. Also du kannst gerne sagen, ja, mehr von diesem Thema. Ihr dürft gerne auch Anregungen bringen. Viele von euch machen das auch schon, aber ich sage es jetzt hier nochmal an dieser Stelle. Schreib gerne in den Kommentar oder E-Mail, es ist egal, welche Themen dich interessieren, welche Informationen du gerne hättest. Ich entspreche dem sehr gerne, wenn ich dazu etwas zu sagen habe, wo ich denke, das ist hilfreich. Ja, sagt mir eure Vorschläge, das, was euch wirklich interessiert. Also auch, ist es eher was Praktisches, ist es eher was Philosophisches, ist es eher was, egal, es spielt gar keine Rolle. Es kann so hoch oben und so weit unten sein, wie auch immer ihr euch das wünscht, ja. Aber sehr gerne, ich bin offen dafür und ich freue mich auch drauf, weil das das Ganze noch interaktiver macht. Und wenn ich natürlich weiß, ah, viele Leute sind da und daran interessiert und wenn ich darüber ein Video mache, dann kann ich denen was geben, ist das für mich auch sehr, sehr zufriedenstellend, weil ich das Gefühl habe, es ist auch tatsächlich was, das, womit die Menschen was anfangen können. Wobei ihr immer schreibt, ihr könnt damit was anfangen. Von dem her, toi, toi, toi. Das ist... ja, ihr seid auch ganz lieb. Also ich an dieser Stelle wirklich auch nochmal danke an jeden Einzelnen von euch, der einen Kommentar schreibt oder die einen Kommentar schreibt, die Rückmeldung gibt, die auch ein Like gibt. Das ist schön, Feedback zu bekommen, weil das uns Content Creators, ja, und uns Beratern und so auch zeigt, was tatsächlich hilfreich ist und wie. Also ihr seid manchmal auch so, so toll und präzise, dass ihr nicht nur sagt, danke, das war hilfreich, wobei das ist auch schon super Feedback, aber so, da konnte ich das und das damit anfangen oder ich habe das angewandt und das hat mir die Augen geöffnet dahingehend oder das und das habe ich bereits verändert. Das ist ganz, ganz toll, weil somit sind wir auch gemeinsam in einem Prozess und darum geht es ja, dass es jetzt nicht nur etwas ist, das da ist, sondern etwas ist das, was bewirkt, das uns nach vorne bringt, wo wir uns gegenseitig, immer auch wir Menschen, uns gegenseitig das geben, was wir zu geben haben und einander helfen. Yes. Okay, für heute wünsche ich uns allen einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.